Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 11.04.2023. Und Ostern ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt die ruhigen Tage genutzt und seid nicht auf andere Werte ausgewichen, habt irgendwo rumgestochert, wo ihr sonst nicht rumstochert und euch am Ende dann darüber geärgert, dass er überhaupt was gemacht hat. Tut immer mal ganz gut, wenn es dann doch mal mehr wie 2 Tage Ruhe sind. Na, so ein langes Wochenende kommt man sich vor, wie erst war man 3 Wochen im Urlaub. Also, hoffe, das hat der eine oder andere von euch ähnlich empfunden. Von daher wird es auch unserem DAX gut getan haben. Der kommt jetzt hier frisch aus der Pause. 4 Tagen, in denen nichts ge- oder verkauft werden konnte. Das heißt, wir können natürlich am Dienstag schönes Volumen vielleicht auch erwarten. Kann durchaus sein, dass der ein bisschen, ich würde sogar fast vermuten, dass er freundlicher reinkommt, weil sich einfach ein bisschen was aufgestaut hat, was jetzt hier noch reingepresst werden muss. Wir hatten zum, wartet nicht Freitag, sondern zum Donnerstag drüber gesprochen. Da hat man hier gestanden. Ihr erinnert euch, hat er gesagt, das gefällt mir einfach nicht für Short. Ich hätte da gar keine Lust, Short zu handeln. Ich würde nur, wenn er eben Tier 600 sich wegdreht und dann hier runter neue Tiefs macht, dann Short gehen, wenn das Tief hier nochmal unterboten wird. Mir ist es aber einfach zu träge und zu ruhig und der DAX würde auf so eine Bewegung eben viel öfter nach oben reagieren. War mir allerdings auch für einen Long nicht gut genug, weil wir ja ein tieferes Tief gesetzt haben und man mit tieferem Tief ja per se erstmal ein Abwärtssignal generiert, also ein Verkaufssignal generiert. Da das einfach unstimmig war, hatte ich gesagt, ich würde das einfach mir angucken. Was macht da? Einfach zugucken und drunter Short und über 6,20 dann eher auf der Long-Seite mich probieren. Jetzt sind wir über 6,20, das heißt ab jetzt. Darf, also wäre ich durchaus frei, hier mal auch auf die Taste zu drücken. Insbesondere wenn er jetzt auch die 6,50 noch rausnimmt. Ich glaube, so haben wir es auch am Donnerstag gesagt. Eine Oberhalb von 6,50 würde dann freundlicher. Und das wird zum Dienstag wahrscheinlich dann relativ früh auch schon passieren. Das heißt, kommt der freundliche rein, bewegt es sich über 6,50, bin ich oben offen. Dann darf er bis 7,50, 7,80, vielleicht sogar schon mehr durchaus anlaufen. Wäre für mich auf jeden Fall oberhalb von 6,50 noch ein Kandidat. Unterstützungs würde ich Ihnen nochmal geben bis im Bereich um 15,85 rum. Eigentlich nicht mehr. Nee, hätte ich keine Lust. Also über 5,85 nochmal runter und hoch. Wenn er jetzt nicht positiv reinstartet, wäre auch erlaubt. Wenn er dann danach neue Hochs über 6,50 macht, nachdem er sich hier mal kurz auf 5,80 abgestoßen hat, wäre für mich auch okay. Dann hoch 7,50, 7,80 und mehr. Ja. Ja, das positive Szenario, negatives Szenario wäre, wir landen unter 5,80. Ich würde aber allerdings nicht bei 5,80 Short gehen wollen. Ich würde wirklich ein deutliches Abkippen der Aufwärtsbewegung hier sehen wollen und eigentlich mindestens mal ein Unterbieten von 15,55. Sehen wir vielleicht sogar Abwärtsgap, sehen wir ihn dann relativ schnell auch unter 15,55, straight nach unten arbeiten von Beginn an. Dann hätten wir das, was wir angesprochen hatten am Donnerstag, nämlich diesen Rücklauf an die 600. Abstoßen, neues Tief und ab. Und das wäre für mich tatsächlich dann eine Short-Berechtigung, wo ich mich dann auch deutlich wohler in einem Short fühlen würde, als noch am Donnerstag. Ne? Da hat man gesagt, hätte ich absolut gar keine Lust zu. Wenn er jetzt aber zum Dienstag hier wirklich vielleicht mit Abwärtstipp reinkommt und dann drückt sich unter 5,50, könnte ich mir durchaus vorstellen, dann auch auf der Short-Seite ein bisschen mein Glück zu versuchen. Denn wenn er sich jetzt hier wirklich einrennt und hier vielleicht einen zu trägen Anfang gemacht hat, kann es gut sein, dass er dann in der Bewegung deutlich steiler wird. Guck mal, damals, als wir das gemalt haben, seht ihr hier, ne, ihr seht die Anlagepunkte, die Route haben wir gesetzt, da war der noch hier, glaube ich, ja. Die Route haben wir gesetzt und da habe ich das schon so ein bisschen angezeichnet, dass er vermutlich eher ruhig auf die Linie zurücksetzt, sogar nochmal deutlicher Schwung holt. Und dann aber steil nach unten macht. Und dieses steil nach unten, das würde ich dann tatsächlich auch erwarten. Und deswegen unterhalb von 5,50 durchaus meine Chancen auf der Short-Seite dann auch wahrnehmen wollen, weil ich mir vorstellen kann, dass die nächste Abwärtsbewegung, wenn sie denn kommt, hier eben dann auch gut wird zu haben kann. Und wir hätten unten Ziele mal Minimum hier 15,360 als Gap-Close, wenn nicht gar sogar den anderen dann hier noch bei 15,120 rum. Also das ist schon attraktiv und würde ich dann auch beides anspielen, wenn ich mir hier unterhalb von 5,50 Short suche. Das heißt, ihr kennt das, ne? Es heißt nicht, dass ich 4,49 direkt Short gehe. Wird immer mal gerne falsch verstanden.
sondern einfach gucke, wie bewegt sich der Markt dann und dann in Folgemustern, Korrekturmustern, kleinen Trendunterbrechungen, Rückläufen etc. mir einfach Positionen suche, um mich dann Richtung der nächsten Abwärtsziele auszurichten. Ja, das auf der Unterseite die Ziele und Chancen, aber dafür muss er halt wirklich eigentlich auch per Abwärtsgap reinkommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er von hier oben nochmal so runtergedreht wird. Also am besten Abwärtsgap und dann unter 550 drücken, das wäre für mich ein gutes Indiz, um unten rauszukommen. Wie gesagt, nicht gleich die ersten sein wollen, die dann da drinnen stehen, sondern ruhig ein bisschen auch mal einen Rücklauf abwarten und so weiter. Genau hingucken, wie kommt der Rücklauf, ist es schön ruhig, ist er nicht zu stürmisch, ist kein V und sowas. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen dann. Aber hätte dann entsprechend auch hier wirklich attraktive Chancen auf der Unterseite. Kommt das aber nicht und der ist einfach über 6,50 dann halt long rein. Ein bisschen Geduld mitbringen, ne? Das läuft immer alles relativ träge im DAX auf der Oberseite dann ab. Aber Platz hat der hat hier Platz. Also, wenn der sich gut macht, jetzt hier 4 Tage Feiertag, 4 Tage Ruhe, aber der kann schon ein paar Punkte auf der Oberseite auch machen. Ja, würde ich mich nicht dagegen stellen dann. Ja, also, wenn der sich über einen Tag, einen Tageshoch nach dem anderen gönnt, lassen halt steigen. Nicht dagegen stellen, lassen halt machen. Also ich würde dann eher mitgehen, als versuchen, da auf eine große Umkehr zu warten. Ja, soweit meine Gedanken zu dem Thema. Tagesschau sieht trotz möglicher Umkehrformation hier in dem Bereich wieder ein bisschen entspannter aus und würde sogar auch weiter nach oben zeigen. Und auch hier sehen wir ja, wo hier noch mögliche Zielbereiche liegen. Und ja, mal gucken. Ja, also wichtig wird, kann er über dem Donnerstag weiter oben rausarbeiten, insbesondere über 6,50. Lass man machen. Ah, Tagesband kommt hier im Bereich um 800. Aber da ist auch mehr drin. Ja, denke ich schon. Gut, dann machen wir's. Oder machen wir hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.